Hi, mein Name ist Gary und heute möchte ich über etwas sprechen, was mir erst jetzt aufgefallen ist, da ich von Corona direkt betroffen bin. Und zwar sind zwei Personen in meinem näheren Umfeld mit Corona infiziert, zwei Familienmitglieder von mir. Und das sind etwas ältere Menschen, sie gehören auch zur Risikogruppe, sind Mitte 60, Mitte Anfang 60 und haben beide schon so viele Vorerkrankungen, dass man sie an einer Hand nicht abzählen kann. Und also einer Person von beiden geht es schon um einiges besser und die andere liegt noch im Krankenhaus, allerdings auf der Normalstation. Sie werden es, denke ich, beide relativ gut überstehen, aber es war auch nicht einfach. Also es ist definitiv gerade bei der Risikogruppe eine ernstzunehmende Krankheit. Das haben wir aber auch immer gesagt. Und jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass diese zwei Personen, die gemeinsam im Haushalt leben, im Stich gelassen worden sind. Und ohne die Hilfe ihrer Freunde und Nachbarn wären sie vermutlich verhungert oder ne, ich weiß nicht, was genau passiert wäre. Also vom Staat kommt da überhaupt nichts. Es gibt keinen Anhaltspunkt für irgendetwas. Du wirst in Quarantäne gestellt. Von einem Tag auf den anderen bekommst du den Positivbescheid und bist sofort in Quarantäne. Und damit hat sich's dann erledigt. Das war's. Mehr bekommst du nicht. Jetzt muss eine der Personen, die jetzt schon wieder zu Hause ist, morgen tatsächlich selber zum Testen fahren, was meiner Meinung nach sehr fahrlässig ist, weil es ihm in dem Fall wirklich noch nicht gut geht. Also der ist wirklich fertig von den letzten 2 Wochen, sehr viel Fieber gehabt. Das war halt natürlich anstrengend. Man merkt es auch beim Atmen noch, dass es ihm noch nicht sehr gut geht. Er ist auf jeden Fall jetzt in der Regenerationsphase, aber das wird sich noch hinziehen. Und in seinem aktuellen Zustand würde ich ihn in kein Auto setzen. Und er muss trotzdem selber fahren, um getestet zu werden. Und da frage ich mich dann natürlich wieder, warum hat der Staat hier so versagt? Wieso testet man massenweise junge Menschen 100 Mal die Woche und man schafft es nicht, die Kapazitäten an die richtige Stelle zu bringen? Ja, also das Gesundheitssystem ist so allgemein verstreut und verteilt, dass es dort, wo es wirklich extrem dringend benötigt wird, dass es dort fehlt. Und das ist mir eben in den letzten 2 Wochen extrem aufgefallen. Ich versuche Ihnen natürlich zu helfen auf die Entfernung, aber das ist nicht sehr einfach. Sie leben über 100 Kilometer weit entfernt von mir. Und auf solche Dinge achtet man vielleicht auch erst, wenn man direkt selber betroffen ist, gerade als junger Mensch. Aber das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Also der Fokus, der eigentlich auf der Risikogruppe liegen sollte, der ist meiner Meinung nach eben überhaupt nicht vorhanden. Das ist nur ein so kleiner Gedanke, der mir heute in den Kopf geschossen ist, weil das ja eigentlich etwas ist, wo man jetzt ein Jahr lang eine Logistik und eine Struktur hätte aufbauen müssen, die die gesamte Situation eigentlich so behandeln lässt, dass man sagen kann, okay, es gibt einen Ansprechpartner oder man weiß, an wen man sich wenden muss, wenn man älter ist und dann in Quarantäne steht. Ich möchte nicht wissen, wie es jemandem geht, der zum Beispiel ein alter Mensch, der in der Stadt lebt und der vielleicht niemanden mehr hat oder Verwandte, die sehr, sehr weit weg wohnen, die eben dann vielleicht nicht direkt hinfahren können. Was macht so eine Person? Und hier im Hintergrund eben noch ein kleiner Artikel, der etwas so in die Richtung auch beschreibt. Diese Menschen werden mehr oder weniger vergessen und das mobile Betreuen, egal ob Pflegedienste im Allgemeinen oder Pflegedienste im Zusammenhang mit Corona, das fehlt extrem. Also ich finde das mehr als nur ein trauriges Resümee nach einem Jahr Covid-19. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.